Normal ist es, unsere Grenzen zu schützen. Die gescheiterte Integrationspolitik und der Kontrollverlust an den Grenzen haben Deutschland an seine Belastungsgrenze gebracht. Auch wir möchten Menschen in Not helfen. Die Asylpolitik der Bundesrepublik schafft hingegen zusätzliche Anreize für organisierte Schleuser und führt in Deutschland zu mehr Clankriminalität. Das ist nicht hinnehmbar. Unser Grundsatz lautet: Hilfe vor Ort statt Sterben auf dem Weg nach Europa. Mit der Hilfe vor Ort meint die AfD es nicht ernst, das wissen wir alle. Und sie wünscht sich gerne, dass wir uns abschotten als Deutschland, am besten mit der deutschen Mark, mit der D-Mark. Ich befinde mich gerade in Norwegen und ich war gestern in Narvik im Kriegsmuseum. Und ich habe hier nochmal hautnah gesehen und gespürt, was die Deutschen hier während der Nazizeit angerichtet haben. Dieses Museum ist toll. Das Museum bearbeitet auch die Gegenwart und stellt die Frage, wer wird als nächstes fliehen? Wann kommen die nächsten Kriege? Es ist das Klima, vor dem die Menschen fliehen, ohne mir Schuld daran zu geben, dass das passiert ist, was damals passiert ist. Wir brauchen keine Nazis im Parlament. Ich wurde von einem Campingplatzbesitzer hier gefragt, ob wir denn Nazis hätten. Da habe ich gesagt, ja, 12,5% oder um die 12% sitzen im Bundestag. Er fragte, das sei die AfD, oder? Ich sagte ja. Also verhindert, dass Faschisten, Nationalisten, Rassisten im Bundestag sitzen. Das sind wir der Geschichte schuldig. Und geht wählen. Wählt demokratisch. Wählt irgendeine Partei und seht zu, dass die AfD nicht über die 5% kommen. Wählt, was ihr wollt. Nur setzt ein Zeichen für Deutschland, auch für Europa und die Welt. Wir haben eine Verpflichtung. Danke. Und ich sitze hier und kann die Welt nicht verstehen, wenn sich Geschichte wiederholt.